Sehr geehrte Frau Köntgen, sehr geehrter Herr Radatsch, sehr geehrte Angehörige von Ludwig Hirsch, Freunde, Freundinnen, liebe sehr geehrte Damen und Herren. Wir leben in einer Zeit enormer Herausforderungen. Die wirtschaftlichen, politischen, sozialen Rahmenbedingungen werden schwieriger. In vielen Bereichen, wie zum Beispiel im Boulevardmedien, im Social Media Bereich, wird der Ton rauer. Der Sprache Bewusstsein schafft, führt das unweigerlich dazu, dass auch der Umgangston im realen Leben rauer wird. Ludwig Hirsch war die Antithese zum rauen Ton in der Gesellschaft. Er war die empfindsame Seele, die diese Stimmungen aufnimmt und sie in Geschichten verwandelte, in Sprachbilder. Er war der sensible Geist, der Missstände aufzeigte und ins Zentrum stellte. Mal lustig, mal zynisch, oft bitter, jedenfalls immer höchst eindringlich. Was Ludwig Hirsch auszeichnete, war, dass in den 1970er und 80er Jahren, in einer Zeit, in der Themen wie Nationalsozialismus und Faschismus noch längst nicht aufgearbeitet waren und Themen wie Gewalt gegenüber Kindern, Behinderten, Gewalt gegenüber den Schwächsten der Gesellschaft tabuisiert waren, angesprochen hat. In dieser Zeit hat Ludwig Hirsch mit spitzer Feder und einschmeichelnden Melodien diese Themen aufgegriffen. Das Gewicht seiner Texte spürt man umso mehr, je länger man sich damit auseinandersetzt. Die Zeitlosigkeit seiner Lyrik ist noch heute spürbar wie zu Beginn seines künstlerischen Schaffens, lässt einen doch der bittere Humor beim Hören der Lieder auch heute noch aufhorchen. Ludwig Hirsch war ein unbequemer Zeitgenosse, der den Finger auf die Wunde legte. Unbequem zu sein, der Stachel im Fleisch der Gesellschaft zu sein, ist aber die Aufgabe der Kunst. Unbequeme Kunst, unbequeme Menschen tragen wesentlich dazu bei, Verbesserungen herbeizuführen. Sie sollen uns daher als Beispiel dienen. Die Benennung dieses Platzes nach diesem großen österreichischen Künstler Ludwig Hirsch soll uns täglich